Auch Manager Brian Clough vor diesem Spiel gesagt, wird versuchen, in der ersten Minute ein Tor zu schießen. Das ist sozusagen die Wunschvorstellung für dieses Match. Ja, und jetzt wäre es beinahe soweit gewesen bei diesem Schuss von Webster. Hinten legt sich den Ball zurecht. Sehr gut geschossen von hinten ans Außennetz, knapp neben dem Kreuzeck. Die Angriffsspitzen von Derby können sich bis jetzt nicht lösen von der Umklammerung der italienischen Abwehrspieler. Jetzt ein Schuss von Davis. Eine gute Möglichkeit gewesen. Vielleicht etwas unbeholfen geschossen von Davis. Oder lässt er kurz Nisch abstoßen, um dann zu schießen, werden wir sehen. Jawohl. Und ein sehr, sehr guter Schuss von hinten. Abgewehrt von Zoff. Hier die Wiederholung. Mit der flachen Hand. Das also für Derby County. Ein gefährlicher Beginn der zweiten 45 Minuten durch die Briten. Schuss von Todd, ein herrlicher Schuss. Vielleicht der schönste Schuss des Spieles bisher. Abgefeuert von Todd. Vielleicht sehen wir die Wiederholung. Ja, da ist sie schon. Todd, großartig geschossen. Die Spieler des englischen Meisters werden von ihren Fans, The Rams, die Widder genannt. Und jetzt sind die Widder sozusagen bockig. Ein Schuss von Nisch über das Tor von Juventus. Der animalische Zweikampf, der sich hier abspielt, ist. Er hat den Ball verloren und Gegenstoß der Engländer hinten. Hector. Hector. Ja, und da gibt Schiedsrichter 11 Meter. Jawohl, Penalty nach diesem Foul. Schauen Sie sich das noch einmal an. Spinosi gegen Hector. 11 Meter. Eigentlich unfassbar. Wir müssen das objektiverweise hier sagen. Ein Elfmeter, den sich die Engländer nicht verdient haben. Nein, diese Attacke von Spinosi an Hector war kein Penalty. Ja, und verschossen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Elfmeter verschossen durch hinten. Hier die Wiederholung. Hinten vergibt einen Elfmeter. Müsste das schon überzogen haben. Sie müsste schon drauf gekommen sein, dass man den Italienern etwas Spielraum geben muss. Und hier wieder eine dieser hässlichen Szenen zwischen dem Mittelstürmer Davis, der die rote Karte gezeigt bekam. Die rote Karte für Davis in der 63. Minute. Hat er es überhaupt mitbekommen? Noch immer zeigt Schiedsrichter Lobo die rote Karte. Rote Karte. Es müsste sein für Davis. Jawohl. Davis muss vom Platz, die Engländer nur noch mit 10 Spielern. Rote Karte für Davis. Der Ausschluss des englischen Mittelstürmers beendet eine Serie hässlicher Auseinandersetzungen.
Nisch. Ja, und eine ganz große Möglichkeit ist das für Daniel gewesen, über das Tor. Hier die Wiederholung. Hector wurde festgeklammert und Daniel hat... Und verschossen von O'Hare. Ja, da kommt die Wiederholung. Schön geschossen, die Capello. Etwas steif, nicht sehr schnell, aber als Ballverteiler stark Capello. Und der Schuss war von Anastasi. Ja, bei solchen Schüssen kann man sich vorstellen, dass die Italiener, hier die Wiederholung, dass die Italiener aus wenigen Chancen Tore machen können. Was ihr Gegner sein wird, das entscheidet sich ja bekanntlich zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid. Todd. Sims. Ja, und auf der Linie abgewehrt von Zoff bei diesem Schuss von Hector. Beinahe in den Schlussminuten noch ein Treffer. Die Wiederholung wurde mir angekündigt und Zoff hat sich auf den Ball draufgesetzt. Und damit Schlusspfiff im Europacup-Semifinale zwischen Derby County und Juventus Turin 0:0. Die Italiener steigen auf und was sie nicht sehen, das Schiedsrichterteam umhalst sich jetzt. Die Portugiesen sind froh, dass sie dieses schwere Spiel haben.